Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von die Gilde 2 Sandkastenmodus. Jawohl, ja. Wir machen heute weiter mit Gildenruf. Die Produktion etc. wurde unterbrochen. Und ich habe auch seit Ewigkeiten mal wieder unsere Erfahrungspunkte eingesetzt. Die Marie hat es über 17.000 Erfahrungspunkte. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Da habe ich mal so ziemlich alles entwickelt, was gegangen tut, täte tun ist. Und ja, beim Markus und beim Wolfi war es bei weitem nicht so viel. Während ich die Betriebe aufgefüllt habe, sind mir auch die Almanach ausgegangen. Also die Rezepte, die muss ich dann auch mal nachkaufen. Aber hier werde ich jetzt erst einmal eine Behandlung durchführen. Und du, meine Gnädigste, weil ich glaube drei Zimmer. Der Tod eines Angestellten ist nahe. Die sterben auch weg, wie die fliegen, gerade eben. Es ist auch der Ike gestorben, falls ihr ihn noch in Erinnerung habt. Das war mein erster Sohn, also aus den Anfangszeiten sozusagen. Ja, der hat es leider, sage ich jetzt mal ganz schier, auch schon überstanden. Ja. So. Die gehen mal Seife machen. Ich glaube, drei Leute dürfen sogar behandeln. Das ist super. Das habe ich jetzt versemmelt. Roll. Ein Stückchen, wo bist du? Da. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Bist du noch? Die Produktion wurde unterbrochen. Welche denn? Ich habe gerade vorhin alles aufgefüllt. Warum? Platz, kein Platz, nix Platz wir haben. Das ist halt echt übel, ne? Da füllt man vorhin alles auf und wie gesagt, wenn man einmal durch ist, dann, ja. Der Tod eines Angestellten ist nahe. Ja, ja. Ist schon gut. So. Ektoplasma können wir schon? Ja. Ist noch nicht ganz so weit, aber wird schon werden. Der Rest ist schon mal aufgefüllt. Wer kann es gebrauchen? Hamburg immer noch, wenn du denkst. Boah. Na fein, dann kriegt's im Hamburg. Na, rauf da. Gut, sind wir da. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Jawohl. Wohin soll's gehen? Das dauert nicht lange. Wegfahren. Ich wo soll's hingehen? Bring alles rauf. Wohin auch immer es gehen soll. Meine Füße tun weh. Wohin auch immer es gehen soll. Ist erschöpft. Ja, ist schön. Der Karren knarrt. So. Der Karren rollt. Was haben wir da? Eisen ist erschöpft. Kiefernholz ist erschöpft. Tod eines Angestellten. Ladeweg Zuckau war ein Bankier. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Weihwasser ist zu Ende. Honig ist zu Ende. Tod eines Angestellten. Marika Blechmann war, keine Ahnung, Produktion unterbrochen. Die ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Konditorei Herrlicher Hering. Da. Genau, die Heringe sind vorbei. Das wollte ich noch schnell zu Ende machen. Da hatte ich nur noch 12 Stück oder so. Denn nun möchte ich gerne Muscheln machen. Na dann mal los. Jawohl. Boah, wir müssen die Heringe wegbringen. Hamburg würde sie liebend gerne nehmen. Die Produktion wurde unterbrochen. Haben wir gleich. Eine Dynastie trauert. So, Hamburg. Der Karren knarrt. So, Ablan zurück. Dynastie trauert. Gunwald Görs ist gestorben. Produktion unterbrochen. Die Windmühle Schrott und Korn. Wie kann das sein? Ich habe sie doch erst aufgefüllt. Die ist da drüben irgendwo. Warte mal. Das ist, glaube ich, die hier. Warum? Ich habe dich doch gerade erst aufgefüllt. Wie kann da Produktion unterbrochen sein? Da schau mal. Mehl ist in Hülle und Fülle. Verstehst du nicht? Leere ist erschöpft. Der Min im Rathaus. Amtssessel ist bedroht. Tod eines Angestellten. Marek Weiler. Ein Schmied, okay. Ja, genau. Gilden wieder. Die Gildennachricht Marie, Wolfi und Markus. Ein Rohstoffvorkommen. Silber ist erschöpft. Ja, Gebäude wurde renoviert. Familienmitglied ist gestorben. Da sieht man es noch. Da eigentlich mit 91 Jahren ist leider verstorben. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ich habe ja ein bisschen im Stammbaum reingeschaut. Ich habe nur einen Nachwuchs. Das ist die Alexandra Zockerbraut. Ich habe keine Ahnung, was mit Markus, seinem Nachwuchs, passiert ist. Der müsste hier irgendwo stehen. Der Markus ist ja nicht einmal aufgelistet. Der ist futsch und weg. Nirgendwo steht der Markus. Und das ärgert mich jetzt gerade extrem, weil ich jetzt nämlich anfangen muss, die Alexandra einzuschulen, weil sie ist schon 30 Jahre gut. Bald, also 27.
und ich muss dringend Nachwuchs produzieren. Als einzige Stammhalterin. Und jetzt ist das halt scheißlich, da ich mich jetzt sehr bald von Markus verabschieden muss und ihm seinen wohlverdienten Ruhestand geben muss. In Danzig wird ein Auftrag für einen Handwerker vergeben. Das ist schön. Ich bin der Meister. König von und zu, Wolfgang. Geh mal dahin. Ja. Jetzt ist die Frage, ob ich das Ganze mit Bauchweh jetzt über die Bühne bringe. 57 Jahre alt ist der Markus, in der Blüte seines Lebens eigentlich. Ich wollte ihn so früh noch gar nicht hergeben. Aber ich muss dafür sorgen, dass jetzt Nachwuchs ins Haus stürmt. Das Inventar ist voll. Ich werde diesbezüglich auch gleich eine Zwangsehe, also Zwangsheirat vollziehen. Weil das Blöde ist, ein Wolfgang möchte ich zwecks Königstitel noch behalten. Flammende Rede und so, ne? Und die Marie kann ich nicht hergeben, sie ist alter Mann. Das Inventar ist voll. Sie ist ein alter Mann. Das ist nämlich jetzt ein Topfen. Aldermannwahl, ne? Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. 228 Ruf bei der Hanse und 557 in der Familie. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, wie immer. Rüstungsschmied. Heroen, des Heroenschmied. Jetzt muss ich das mal suchen, wo das bitte ist, ne? Ach, schwere Entscheidung es ist. Es tut mir auf jeden Fall im Herzen weh. Eine Dynastie trauert. Es tut mir auf jeden Fall im Herzen weh. Okay, da fehlt an Eisen. In Hülle und Fülle fehlt es an Eisen. Haben wir da noch was aufgeladen? Meine Füße tun weh. Bitte, ab Land zurückfahren. Noch einer? Wo soll's hingehen? Ab Land der Karren rollt. Das müsste passen. Okay, die Produktion wurde unterbrochen. Ja, haben wir gleich. Und zwar Rüstungsschmiede. Die Produktion wurde noch unterbrochen. Einmal. Nein, günstige Gamaschen. Gewandweberei. Nein, das ist nicht die. Aber du kannst mit Stoff aufhören. Die Produktion wurde und unterbrochen. Hier weiter. Wie ihr wünscht. Da ist jemand gestorben, okay. Gauner, von mir aus. Wie ihr wünscht. So ist fein. Was haben wir da? Diplomatische Beziehungen. Flach möchte ich mit euch einen Beistandspakt eingehen, aber sicher doch. Produktion unterbrochen. Kunsttischlerei. Warum denn, bitteschön? Die Produktion wurde unterbrochen. Wieso? Weil ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Holz. Und zwar das stinknormale Kiefernholz. Das Inventar ist voll. Ja, gleich. Boah, wie viele machen denn da Holzkohle? Das ist zu viel. Das Inventar ist voll. So. Dann zur Kunsttischlerei. Das Inventar ist voll. Ach du Heilige. Wo soll's hingehen? Abland zurückfahren. Wohin auch immer es gehen soll. Gutshof, Viehzüchter. Ja, das ist nämlich auch so ein Problemchen, ne? Schauen wir mal, was haben wir hier? Da ist nichts, also da haben wir noch gut. Wahrscheinlich die Ledergeschichte. Die Produktion wurde unterbrochen. Nein, das war nicht Leder, das war irgendwie so ein Teil, ne? Warte mal, ich hau mal alles drauf auf den Wagen, was geht. Der Rest kommt hier in die Verkaufslage da. So, ja. So ist gut. So ist gut. Dann hier. Das ist die Viehzucht. Ja, ja. Da geht's schon wieder, ne? Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Graffel, ehrlich gesagt. Die Mühle ist ja auch schon gestopft voll. Wo tut man das hin? Hamburg. Hamburg braucht Mehl. Da schau mal einer her. Das Inventar ist voll. Ja, sofort. Schau, was ich mache. Jetzt hat ein bisschen was Platz. Hamburg. Ich hab's total übertrieben, Uff. Ne? Das dauert nicht lange. Meine Füße tun weh. So. Der Karren knarrt. So. Kein Weg ist mir zu weit. Dann würde ich sagen... Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Ja, ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich das nächste an. Wie schauen wir hier aus? Ah, da haben wir noch genügend Platz. Genügend. Dann nächstes. Hier. Das Inventar ist voll. Ja, da sind wir auch voll wie ein Christbaum.
Das Inventar ist voll. Das heißt, Bergen sind das, ist das nächste dran. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja. Machen wir schon. Das heißt, Bergen, 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 Bergen. Jawohl. Nein, nicht verschupfen, bitte. So. Wir brauchen, ich brauche das hier. Nein, das ist verkehrt. Wo ist das jetzt? Das war die erste, wo die zwei beieinander sind. Das Inventar ist voll. Alter, halt die Klappe. Wer denn jetzt? Die Mine, endloser Stollen, Silber hat keinen Platz mehr. Der Karren rollt. Das Inventar ist voll. Ist fürchterlich. Obstbauer, wohin Honig hat ein Problem. Wo soll's hingehen? So, ab bin sofort da. Es ist ja schlimm, ey. Also hier unten haben wir ein Problem mit Silber. Das heißt, ich klatsche das alles mal dahin. So. Seid jetzt zufrieden? Na, würdest du bitte? Das Lager ist voll. Perfekt. Dann laden wir gleich mal voll, also Gold und so. Die Goldschmieden in der Stadt brauchen das sowieso. Mal kurz Ruhespelle machen. Ihr wurdet angesprochen. Nein. Also, nein, Goldschmiede passt. Ja, da gehört schon einmal hin. Der so. Karren knarrt. Ablan zurückfahren. Ihr wurdet angesprochen. Marie Zuckerbraut. Konditorei und so können wir auch nochmal nachschauen. Ja, ja, da geht schon wieder was weiter. Hervorragend. Und hier. Entschuldigung. Die so. Produktion wurde jetzt unterbrochen. Ja, das Inventar da geht auch ist was. Voll. Ist ja die schlimm. Produktion wurde unterbrochen. Jaha, ich habe schon verstanden. Die Produktion wurde jetzt unterbrochen. Machine. London kann dann das Brot gebrauchen. Warte, ich mach da mal voll. Dann fahren wir gleich nach London rauf. Wir brauchen eh das Geld, ist eh wurscht. Von dem her passt das doch. Also London. Ich glaube hier, ne? Nein, warte hier. Da. Die Produktion wurde unterbrochen. Ich habe alles aufgefüllt und jetzt schon wieder, es spinnt rum, ne? Also das ist der Wahnsinn. Die Gewandweberei, wo haben wir den Schwan? Hier. Bist du das, der da schreit? Ja, und zwar, weil Silber fehlt. Wie kannst du das? Das Inventar ist voll. Um Gottes Willen, jaha, ist gut. Silber fehlt. Da haben wir ja zufällig eine Mine. Die hier. Die wäre ja so froh. Das Inventar ist voll. Wo stehst du eigentlich? Da. Das dauert nicht lange. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Nein, nach Hause. So. Ja, da muss ich ausnahmsweise das mal hier hinschmeißen. So. Gewandweberei. Wo ist sie denn? Weiter oben. Oben droben. Die hier. So. Das Inventar ist voll. So, abladen. Das dauert nicht lange. Fein. Das müsste dann nochmal passen. Das Zeug können wir schon mal da reinhauen. Das müsste auch passen. Gut. Passt. Gilde der Handwerker sucht Waren. Oh weia, ich habe vergessen, Auftrag. Verflixt. Feierabend? Was ist das? Wo bist du denn eigentlich schon wieder? Ich habe dir doch gesagt, dass du nach Danzig gehen sollst. Du Esel. Entschuldigung, ist das wahr? Warum tut er das denn nicht? Wo stehst du? Du Schlafhaube. Ach ja, natürlich, Sitzung und so. Ah, Hospital, Überlebensgarantie. Ist die Geschichte für die Seife ausgegangen? Da. Warum eigentlich? Das kann ja schon fast nicht sein. Lavendel haben wir ja hier mehr als genug. So. Die Seife könnte brauchen Danzig, London und Hamburg. Dann laden wir. Nein, warte mal. Ich lasse ein bisschen was da. Vielleicht möchten das die Leute gerne kaufen. Jedenfalls die Tasche nehme ich auf jeden Fall mit. Die braucht keine Sau. Und das Zeug, ich muss das auch loswerden. Das ist nur ein Platzhalter, ein blöder. Geht dann auf die Nerven. Jetzt komm. Also, wer kriegt das Zeug? Ich würde sagen Hamburg. Also, rauf nach Hamburg.
Dann hier. Das da. Hier hin. Das dauert nicht lange. Dann das haben wir hier Produktion unterbrochen. Und zwar Windmühle Wand. Dann ist das Müllers los. Das bist du da. Ein Kontor kauft eine bestimmte Ware an. Ja. Warum denn eigentlich? Haben wir das denn überhaupt fertig ausgebaut? Ja. Es kommt mir alles so wenig Platz und so vor. So, runter damit. Jetzt geht schon wieder was weiter. Dann das nächste, diplomatische Beziehungen. Bollermann möchte einen Beistandspakt, sehr gerne. Waren benötigt in Dings. Produktion unterbrochen, Konditorei, lecker Nachtisch. Warum? Fehlt Weizenmehl oder so. Ist ja alles da, weiß nicht, was die da für ein Problemchen haben. Und hier? Hier ist ja auch alles da. Mysteriös. Das Lager ist voll. Ja, ja, schon gut. So. So. So und so. Das hat nicht mehr Platz. Kekse. Bergen wäre ganz, ganz wild auf Kekse und dieses Brot hier. Ja, warum eigentlich nicht? So. Also rauf nach Bergen. Du da. Hier. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Produktion unterbrochen. Und zwar der Stein, die Steinmetzhütte. Hat eben. Es ist echt unfassbar. Echt, das mit dem Auffüllen und so, das will im Moment nicht so recht, glaube ich. Ich glaube, die Tongeschichte ist zu Ende. Weil mir da nämlich Material fehlt. So ist das auch. Und du gehst also Erde sammeln. Einer allein? Nein, ihr helft mit. In Ordnung. Fein, und die Jahreszeit ändert sich zu Sommer 1493. Dann Nachfrage ist erloschen. Diplomatie. Beziehung zur Dynastie Unterholzer ist auf Nicht-Angriffspakt geändert worden. Super, Produktion unterbrochen. Soll ich helfen? Wo bist denn du eigentlich? Du bist jetzt oben im Rathaus, ne? Komm. Ach ja, wir müssen ja gespeichert werden. Einen Moment, ich muss mich kurz an der Schulter kratzen. So, kratzi, kratzi. Soll ich helfen? Kratzi, kratz. Passt. Passt, passt. Gut, gut, gut. Du gehst gleich mal wieder zur Heißkette kaufen. Keine Müdigkeit vorschützen. Die Produktion unterbrochen. Gewandweberei, günstige Gamaschen, Bauernkleidung. Warum denn? Da. So, weil es fehlt. Aha, der Stoff fehlt. Okay. Dann bitte schön Stoff machen. Theoretisch könntet ihr aber helfen. Eine Dynastie trauert. Ist schon wieder jemand gestorben. Alles klar, wer denn? Güldenhümer Rudolf ist gestorben. Mein Beileid. Fein, die liebe Marie ist auch schon irgendwo Dingens und so. Warte, du gehst. Du verlässt auch das Gebäude. Stellst. Nein, warte, du kaufst dir schon mal hier ebenfalls eine Kette. Die Arbeit wartet. Das geht schnell. So. Eine Dynastie trauert. Dynastie trauert. Froldo Klaff ist gestorben. Nee, das ist schön. Ihr wurdet angesprochen. Her damit. Produktion wurde unterbrochen. Von Gewandweberei günstige Gamaschen, adeligen Kleidung. Ja, ja, weiß ich schon. Dynastie trauert. Huno Klaff ist gestorben. Und Honig ist erschöpft. Paulina Gartz. Ach je. Ja, es ist halt echt schwierig, was ich machen soll. Taktisch richtig gesehen wäre es, wenn ich mich leider Gottes... Hier bin ich. ...schweren Herzens vom Markus trennen würde. Arbeit auf, ganz so gut wie erledigt. Aber bestimmten gewidmet, ne? Das wäre jetzt auch sehr unhöflich, wenn ich den jetzt einfach so raushauen würde. Das würde mir auch gar nicht gefallen. Aber zuvor werde ich... Ihr wurdet angesprochen. ...vielleicht sogar einen Gauner mit ins Team nehmen, damit ich endlich mal die Räuberlager da plätten kann. Das ist halt so eine Geschichte. Cogito ergo sum. Ohne Fleiß kein Preis. So, ist gut. Marie ist schon unterwegs. Der Markus schenkt schon wieder fleißig aus. Schauen wir mal.
Ja, so muss das sein. Gleich mal rein bei der Tür und es wird schon gerülpst. Sehr schön. Gut. So, und ich nehme an, du bist die da. Hoffen wir mal, dass das passt. Zwei, einer fehlt. Warum? Na, dann mal los. Dann mal los, jawohl. So, jetzt da? Nein. Und gekommen. So. Jo. Jo. So. Ja. So. Und mach so. Ich. Jetzt passt er. Gut. Eine Dynastie trauert. Marek Bialice ist gestorben. Alles klar. Ist. Na gut, dann benutzen wir mal die Ketten. Das geht schnell. So ist fein. Und die flammende Rede darf schon beginnen. Auf, ans Werk. Viel Spaß. So. Was nun? Eine Dynastie trauert. Warum? Sibylle Unterholzer. Also Dynastie Unterholzer ist heuer gestorben. Okay. Was haben wir hier? Die verborgene Sucht waren. Okay. Pschu. Jetzt haben wir es wieder mal geschafft, alles aufzufüllen. Es ist ja echt schlimm. Gewandweberei, wie schaut es jetzt da aus? Ja gut, da haben wir schon ein bisschen was. Da werden dann fleißig Tücher gemacht. Das müsste dann auch passen. Ja, derweil ist einmal ruhig. Ist auch sehr schön. So. Du könntest jetzt weitergehen. Hier. Also weitermachen im Spital. Und irgendjemand könnte mal du vielleicht Schmerzmittel basteln. Vielleicht auch gleich mal mit Medizinfläschchen anfangen. Das Inventar ist voll. So ja, der Rest geht einfach fleißig weiter. Das Inventar ist voll. Von wem denn? Ach ja, natürlich, da waren ja Sachen. Die Gerste ist mehr als überfüllt, das ist nicht so gut. Aber so machen die Mühlen, kommen nicht mehr nach. Entweder baue ich jetzt noch eine Mühle. Oder ich muss mir was anderes einfallen lassen. Auf jeden Fall muss hier mal der Honig weg. So, wo tut man hin? Nach Bergen rauf. Die letzte Partie maximal. Einen Moment bitte. Da musste ich mal kurz husten. So. Ja. Ich würde sagen, ja, von mir aus. Dann bringen wir halt das Zeug Bergen rauf nach Bergen. Rauf nach das dauert Bergen. Nicht lange. Ja, bitte. Hoffentlich. Bin sofort da. So. Na komm. Immer nur Arbeit. Und so. Dann Gildenmeister von Hamburg. Wunderbar. Wir sind alle drei nach wie vor Gildenmeister. Das ist schön. Cogito Marie, bist du schon da? Super, machst du das. Divide et impera. Medizinische Behandlung, bitte. Die Produktion wurde unterbrochen. Warum denn jetzt schon wieder? Modehaus, Gewandweberei Modehaus. Das ist, glaube ich, die untere. Günstige Gamaschen haben wir da. Nein, es ist die obere, die heißt Modehaus. Hoppala, hopperchen. Hier irgendwo. Die hier. Wo drückt denn der Schuh? Es fehlt an Silber. Ja, Herrschaftszeiten, ist es der Silberlieferant noch gar nicht da? Da muss ich wahrscheinlich extrem weit fahren. Ja, die da oben haben auch einen Dachschaden, das sieht man gerne, super. Der Karo. Das Inventar ist voll. Ach so, du spinnst hier rum. Verstehe. Und abladen. Die Produktion wurde unterbrochen. Komm, fass selber her, du Trottel, echt. Ach, das ist echt unfassbar, wie da manchmal was ärgert. Also wohin auch immer es gehen soll. Einfach einen nur ein bisschen ärgert. Zifft mich wieder an sowas.
Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, ist schon gut. Ich hab's ja begriffen. Stell dir vor. So, ist jetzt da mal Ruhe. Ja, schaut gut aus. Unfassbar. Dann fährst du jetzt bitte wieder heim. Der Karren rollt. Wo soll's hingehen? So. Und was bist du jetzt für ein komischer Karren? Nein, nein. Die Produktion wurde unterbrochen. Was bist du denn für ein komischer Kerl? Räucherei. Meine Füße tun weh. Bin schon unterwegs. Das bin schon unterwegs. Ist unfassbar, wie da alle Spinnen anfängt. Noch einmal mach Räucherei. Ich. Na, hopp. Euer Amtssessel ist bedroht. Ich eile. So, ist jetzt Ruhe. Ist ja unglaublich, eine, ne? Dynastie trauert. Solltest du nicht eigentlich auch Richtung Bergen unterwegs sein? Du blöder Kahn. Es ist einfach unfassbar. Es ist einfach. Die Produktion wurde unterbrochen. Unfassbar. Okay, der gehört da nicht dazu. Ja, komm. Roll rauf ein bisschen. So, rauszoomen. Na, wo ist denn jetzt der Schwan? Hallo? Hier. Da. Die sind alle weg. Was ist das dann bitte für ein Kahn, der voll beladen ist mit Obst? Ist das dann so ein Räucherei-Geschichtel? Schaut ihr aber auch nicht danach aus. Bäh. Echt bäh. Wie schaut's hier aus? Ah, du bist das. Okay. Na los. Das Inventar ist voll. Na los, komm mit. So. Passt. Das müsste dann auch so passen. Und hier müsste es eigentlich auch passen. Wow. Da haben wir ordentlich viel Lachs. Sehr schön. Produktion unterbrochen. Die Produktion wurde unterbrochen. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Eisenarbeiten. Rohstoff ausgegangen. Goldschmiede, Eisenarbeiten. Da. Warum? Es fehlt an Leder. Aha. Auch mal selten. Also, Leder, Holz sehe ich auch, wird auch gleich zu Ende sein. Also ich muss ihn beim letzten Betrieb runter. Ist was aufgeladen? Eigentlich schon. Wohin auch immer es gehen soll. Was haben wir hier? Weihwasser ist erschöpft, Produktion unterbrochen, Windmühle, Schrott und Korn schon wieder. Das Gerstenmehl. Das ist ja unglaublich. So. Jetzt müsste aber genügend Platz sein. Schauen wir mal Konditorei rüber. Dahin. So, ja. Können wir da irgendwas abgeben? Na, jetzt komm. Sie gehen mir nicht. Hallo. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, Weizenmehl bräuchten wir auf jeden Fall. Die Produktion wurde unterbrochen. Es ist einfach nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Das Inventar ist voll. Ja, ist schon gut. Die Produktion wurde unterbrochen. Die Produktion wurde unterbrochen. Und Pause. Das kann ja echt nicht wahr sein. So, Mariechen, bitte mach. Und nun? Alea Jagta ist. Ja. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie ich das jetzt anstellen soll, machen soll. Es hilft nichts, sie müssen Markus leider raushauen. Es ist einfach so. Es ist echt ärgerlich. Ich würde sagen, in diesem Bad lasse ich ihn noch und da muss ich echt Gas geben. Bevor meine Dynastie dann nämlich noch ausstirbt, muss ich leider in den sauren Apfel reinbeißen und muss ihn leider in den Ruhestand schicken. Naja, aber wer kann schon von sich behaupten, dass man mit 57 Jahren in den Ruhestand gehen kann heutzutage. Schädel. Zu viele Schädel.
dann werden wir diese vielen Schädel doch einfach mal verkaufen tun. Es ist auch interessant, dass man mehr Schädel haben kann als Knochen, weil eigentlich der Körper doch mehr Knochen haben sollte als wie Schädel, ne? Also normalerweise. So, rein damit im Schmarrn. Dann würde ich sagen, kriegt es wieder alles Hamburg. Schaut danach aus. Bitteschön. Viel Spaß damit. Na los. Dann mache ich ein bisschen schneller. Bisschen schneller. Kein Ablauf Weg zurück. Ist mir zu weit. Dann hier. Na komm. Abland zurückfahren und hier ebenfalls. Der Karren rollt. Ja, die Produktion unterbrochen. Ich kriege das einfach mal weg. Das ist fürchterlich. Die Patrone sucht Waren in Hamburg. Zwei Ratsherrnbräufässer-Dingens. Also, hier runter. Hier hin. Markus, lauf. Wenn es weiter nichts ist. Du sollst bitte da. Ne? Sie hat keinen Bock. Wo stehst du denn? Warum willst du nicht, komische? Hui bono. Aldermann-Wahl, sehr schön. Hat wieder mal unsere liebe Marie gewonnen. Würdest du das bitte jetzt machen? Dynastie Trauart. Mathilda Mirau ist gestorben. Termin Rathaus, jawohl. Die Produktion ist unterbrochen. Die durchgleich weg. Tut's jetzt was? Ich habe keinen Plan. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Lavendel, ja, ist schön. Nun? Ist gut. Passt schon. Enteignen. Welche Gebäude die Produktion würden denn wurde unterbrochen. Zum Verkauf stehen? Raubritterlager. Die Produktion wurde unterbrochen. Die Produktion wurde unterbrochen. Keine Ahnung, was ich da nehmen sollte. Ob ich da was nehmen sollte. Das Inventar ist voll. Muss ich da mal schauen. Und ich merke gerade, ich habe euch ja erzählt, ich habe ja eine Babymaus, ne? Die Kleine ist ganz schön sprunghaft und lebhaft und die will da scheinbar wieder raus. Dann kommst halt ein bisschen mit. Kommst ein bisschen mit her zum Zuschauen. So. Na du? Ja. Na du? Wir haben sie nämlich auf der Straße gefunden, die Kleine. Und die ist ganz schön lebhaft und quirlig. Jetzt ist sie nämlich wieder auf. Aus ihrem schönen Schlafplätzchen. Das Inventar ist voll. Ja, du. Ja, was soll ich machen? Also, ich möchte was kaufen. Ist was nicht mehr gemütlich für dich? Ja, bleibst ein bisschen auf der Hand. So. Übrigens, Pfeiffer ist ihr Name, also sein Name, ihr Name. Ich bin mir nicht sicher, welches Geschlecht der Kleine da hat. Und ich glaube, der will wieder ein bisschen Milch haben. Einen Moment, ich muss kurz Baby füttern. Entschuldigung, ich weiß, das passt gerade überhaupt nicht. Aber schauen wir mal. Schau. Hast du Hunger? Ja, schau mal. Ja, komm. Ja. Du bist ein braves Mausel, gell? Entschuldigung, tut mir jetzt gerade echt leid. So, warte mal. Ich stell das kurz hier ab. So. Geht das so? Huch. So ungefähr geht das mal. Schnell dorthin. So, wenigstens das kann ich klicken. Hoppala. Na, komm nur. Na, ein bisschen geht schon noch, oder? Das Inventar ist voll. Ja, komm. Komm. Ja, mach. Ja, das Problem ist nämlich, sie ist ein bisschen trinkfaul. Komm. Ja. Nein, jetzt will sie wieder spazieren gehen. So. Huch. Langsam. So, ja, das ist halt ein schöner Abschluss für den Part hier, ne? Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Ja, ne? Sie tut sie gern wieder ein bisschen herumknappern und herumschauen und herumsuchen. Sie ist ja echt ein also das ist ihr liebes Kerlchen. Sie ist Gott sei Dank über den Berg, muss ich sagen. Ich hatte ja die letzten Tage irrsinnige Angst, dass die Kleine das nicht schaffen wird. Oder der Kleine, wie auch immer. Du hast doch Hunger. Warum isst du denn nicht? Die Produktion wurde unterbrochen. Warum magst du denn nicht? Du kleiner, quirliger Kerl, du.
Ja. Hm? Huch, langsam. Ihr wurdet angesprochen. Komm her. Wahrscheinlich ist es ihm zu kalt schon, das Essen. Das Inventar ist voll. Na los. Huch, das mit dem Mikro ist gerade ein bisschen blöd, weil ich da mit dem Kopf ziemlich weit nach unten muss. So, schau. Schau, wunderschön, Papi. Ja, so ist brav. So ist brav. Das Inventar ist voll. Ich kann es gerade nicht aufnehmen. Es ist total niedlich, aber es tut mir leid, ich muss ihr da jetzt ein bisschen Vorrang geben. Tut mir gerade echt leid. Part und so. Ja, du nur trinken. Das Inventar ist voll. Da haben wir mehr als genug da für dich. So ist brav. Ich habe ja nämlich ein bisschen Angst, dass sie mit Dehydriert... Das Inventar ist voll. Ja, dass sie mit dehydriert ein bisschen. Aber Gott sei Dank nimmt sie jetzt endlich das Inventar ist voll. Die Produktion wurde unterbrochen. Mein lieber Wolfi hat sie zusammengerührt, weil ihr wisst ja, ich nehme ja bei ihm zu Hause auf. Bist du schon satt? Dann tu mal ein bisschen dein Bauchi streicheln. Hm? Du? Schau. Bauchi streicheln, weil es brav warst. Ja, das gefällt dir, ne? Na komm. Oh, ich glaube, sie wird gleich wieder müde sein. Komm. Na los, lass dich beim Bauch streicheln. Oh, ruck. Weil das soll man nämlich machen, wenn sie die brav Produktion gegessen oder wurde getrunken hat. Das Inventar ist voll. Jetzt will sie gerade spazieren gehen wieder. Na, einen Moment. Ich glaube, sie ist wieder bereit zum Schlafen gehen. Einen Moment, ich muss nur kurz... Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, das Headset auf die Seite legen. Einen Moment, bitte. Das Inventar ist voll. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Ihr wurdet angesprochen. Ach ja, verdammt, sie will noch nicht so recht. Muss noch ein bisschen warten. Na gut, also wir möchten kaufen. Sollen wir was kaufen? Ich muss mal da verlangsamen. Entschuldigung fürs Aufhalten. Aber es tut mir leid, ne? Das ist halt so, wenn man Babys hat, ne? Also überhaupt ein Baby. Das bedarf halt ein bisschen mehr Zuneigung, ne? Als ein Erwachsener. Ja, ne, du kleiner Schatz. Ich merke gerade, ne, wir können da nicht wirklich was kaufen. Das kannst du wieder vergessen, ne? Weil noch mehr Schmieden braucht man nicht, ehrlich gesagt. Das ist für die Fisch. Und die können nichts damit anfangen. So, also, dann klauen wir das darüber. Ja, Inventar und so weiter, ne? Also Nachfrage erloschen. Gilde der Handwerker sucht Auftrag Hamburg, 3 Kirchenglocken. Mhm. Gut, er ist gerade in der Sitzung, vielleicht wird es trotzdem noch was. Überlebensgarantie. Die Produktion Seife. Wurde unterbrochen. Ja. Konditorei natürlich, ich gebe das gleich alles angesprochen. Weg. Marie Zuckerbraut. Produktion wurde unterbrochen, jawohl. Ich muss wieder alles durchschauen, bevor ich den nächsten Part starte. Aber zuerst muss ich dann mein kleines Mäuschen hier ins Bettchen bringen. Versuchen. Es ist gerade echt schade, dass ich es euch nicht zeigen kann, die Kleine. Ja. Gottchen. Ja. Wahrscheinlich wird sie noch ein bisschen essen, schauen wir mal. Also gut, was nun? So. Also wie gesagt, die Betriebe und so, die werde ich mir gleich anschauen. Wo sind meine Karren? Ich könnte hier 20 Karren, glaube ich, brauchen wir zu wenig. Naja, dann müsst meine ihr Füße halt... Meine Füße tun weh. Müsst ihr halt dabei herhalten. Ich mache das so, auf langsam. Ich bin bereit. Das wird dann hoffentlich passen. Gut. Und du bist so ein komischer Karren. Das ist ein Wahnsinn, echt. Ja, ne? Jetzt tut sie sich wieder ein bisschen putzen. Schauen wir mal, willst du noch was? Ja. Und wie sie hungrig ist. Oh ja. Och, das ist so niedlich, Leute. Die Produktion wurde unterbrochen. Brav machst du das. Du bist sehr brav. Kleiner Pfeifel. Sehr brav. Ja, deshalb Pfeifel. Warum eigentlich? Ganz einfach, weil er ein kleiner Mauswanderer ist. Am Sonntag haben wir den Spatz nämlich gefunden, also das Mäuschen.
Und an dem Tag ist sie mir auch schon ausgebüxt. Der kleine Schlingel. Ja, da das bist Inventar du mir schon ist voll. Ja, komm, Bauch streicheln. Ja, komm, nicht, kein Bock. Ja, ist sie mir schon ausgebüxt, die Kleine, weil ich wollte ihr Gehege, ihr professorisches Gehege, natürlich gestalten. Und das hat sie aber gleich einmal genutzt, um über einen Grashalm, in einem Kontor wird Kriegsmaterial zu günstigen Preisen angeboten, sag ich mal, die Flucht zu ergreifen. Dann ist sie, aus irgendeinem Grund hat sie es geschafft, über einen Kabel den Tisch runterzurutschen, anders kann ich es mir nicht vorstellen, sonst hätte sie sich verletzen müssen. Und ist dann unter das Bett gekrabbelt. Aber zum Glück hat sie sich schon an meine Hand gewöhnt gehabt. Und ich musste nur meine Hand nach ihr ausstrecken. Und dann kam sie schon drauf zugelaufen. Ich konnte sie dann mühelos aufsammeln quasi. Und sie dann wieder in Sicherheit bringen. Na du? Aber der Part ist ja eh schon zu Ende. Es tut mir leid, dass ihr jetzt da ein bisschen aufgehalten worden seid von meiner kleinen, von der süßen Maus hier. Aber sie entschuldigt sich, sie hat Hunger und sie ist dann auch wieder müde. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Auch der Fiverr bedankt sich von Herzen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!